So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Angry Birds Fight, dem Angry Birds Spiel zum Fighten. Yay! Ja, Naschinsel sind wir fast fertig. Da fehlt natürlich jetzt nur noch die 2%. Ich glaube, das ist noch ein einziger Bewegungspunkt gewesen. Ja, natürlich, was sonst? Und den gewinnen wir jetzt bestimmt, wa? Den werden wir jetzt gewinnen? Denke schon. Komm, den gewinnen wir jetzt. Gegen wen spielen wir? Gegen wen? Gegen Red. Wir haben keinen HP-Bonus gegenüber ihm, das haben wir anscheinend einfach mal ausgetauscht, die Papierlaterne. Der ist Rang 33.000, so ist richtig. So muss das sein. Welches ganz öde war. Ja, ja, das Ranking. So, haben wir hier noch was? Ah, da ist noch was. Gerade so. Boah, das Feld ist richtig scheiße. So, da haben wir die Raserei, wunderbar. Zack, immer her damit hier, immer mehr, immer mehr. Oh, ja, mal noch eine Raserei. Guck mal hier, zack, noch einen. Oh, da freust du dich doch drüber, war Gegner? Und sogar noch einen. Na, war ein Vierer gerade gewesen, glaube ich, ein Vierer-Kombo. Uiuiuiui, das ist hart für den Gegner. Das ist richtig hart für den Gegner. Am Sau. So, haben wir hier noch was? Da haben wir noch was. Da, da, komm. Okay, 644 Schaden dran, aber 340 Defense. So ist jetzt nicht so viel. Aber gut, schauen wir mal. Wir haben heute schon unsere Raserei irgendwie doppelt so viele Punkte bekommen. Gucken wir mal, wie er dagegen abschneidet. 379 zu 270 Defense. Komm, jetzt nehme ich deinen Platz ein. Platz 27.000. Ja, je nachdem, wie viele Fallpunkte man hat, also kann ja sein, dass er schon viel, viel weiter oben einkriegt. Wobei, ich weiß gar nicht, welches Level war er. Ich glaube, war auch so unser Level. Hat gar nicht drauf geschaut. Ja, wie gesagt, jetzt gewinnen wir natürlich. Jetzt, wo wir 2 Punkte gewastet haben. Aber so ist das halt. Naja. Da sage ich mal nichts gegen. So, dann holen wir uns einfach mal den nächsten Schweineboss hier. Da haben wir direkt eine Vierer-Kombo. Wunderbar. Ah, ärgerlich. Noch mehr ärgerlich. Ach ja, der hat ja auch sowas. Zum Abfacken. Zack. So, jetzt ist endlich wieder frei hier. Ist ja wunderbar. Und wird er gleich nochmal machen. Kennen wir ja. Keine Züge mehr möglich. Ach, sag bloß, ey. Hätte es auch nicht gedacht. Na, da war ein 5er-Kombo. Doof, dass die auch automatisch wegspringen hier. Und jetzt nochmal. Na, 4er-Kombo. Und noch ein 4er-Kombo. Okay. Das ist wunderbar. Na, vielleicht kriegen wir noch ein paar Kombos. Ja, eine Kombo. Na gut. Ist ja okay. So, dann zeig mal, was du hast, Schwein. Okay. Ja, die Runden haben ihn besiegt. Gut, 31 Erfahrungen auf unserem Kapitän. 100 Fallpunkte, immer noch 100.000 Star Platz. Plus 800 Münzen. Und ein Partyhut. Nö, den verkaufen. Ja, den kann man verkaufen. Sollten wir den Rest dann irgendwie auch mal verkaufen, den wir da übrig hatten noch. 100 Fight-Punkte dazu. So, noch eine Edelsteinsbelohnung. Kommen jetzt 49 Edelsteine. Wo komme ich da? 58 Edelsteine. Oh, okay. Ist ja cool. 58 Edelsteine ist ja toll. Gefällt mir. Kann ich mitbekommen. So, was habe ich für eine Mission? Gewinnen 2 Kämpfe mit Vögeln im Wutmodus. Dann kriegen wir so einen Donut. Wird wahrscheinlich auch für unser Schiff sein. Gewinne 2. Oh, das ist aber schwierig. 2 Kämpfe, okay. Das heißt, wir müssen irgendwo eine 5er-Kombination haben. Aber ich denke, wir sind so viele Kämpfe, das kriegen wir sicherlich hin, denke ich mal. Auch wenn es erstmal nur einer ist, ist auch okay. Der hat schon wieder zurückgehen. Ich will das auch haben, Mann, ihr Schweine. Geht mir das auf die Nüsse? Da war eine 4er-Kombination, die ich jetzt versaut habe. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Das war nicht unbedingt eine tolle Kombo. Stella. Ach, dann will ich mir 4. Ich habe die 4er-Kombo nicht mal gesehen, ey. Wahnsinn. So, komm her hier. 4er-Kombos. Los, her damit. Wo seid ihr? 4er, 5er, 6er. Da ist ein 4er. Das fällt sich schon wieder so beschissen aus. Hab ich total keinen Bock drauf. Oh, 4er-Kombo. Wunderbar. Ist aber trotzdem kein Wutmodus leider gewesen. Da haben wir noch eine. Zack, 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 zack. Hier haben wir nochmal Stella. Mathilde und dann noch eine 4er-Kombo. Geile Sache. Ist aber trotzdem nicht der Wutmodus gewesen. Dummerweise. Und vielleicht geben wir es sowieso nicht. Also wir müssen Gewinn und einen Wutmodus haben. Ja.
Aber wir gewinnen das Tatsache sogar. Es gibt aber auch, ihr habt ja schon gestern, vorgestern, weiß ich nicht, in welchem Part es gewesen war, gesehen, dass es ja einige Items gibt, wo halt mehr Stellar-Kacheln erscheinen könnten oder mehr andere Kacheln und sowas natürlich ganz praktisch dafür, aber na gut. So, Wutmodus sind wir jetzt, glaube ich, nicht gewesen. Oder ist der Wutmodus doch was anderes? Wer weiß. Kochmütze kaufen, verkaufen, 30 Münzen kriegen wir wieder dazu. Guck mal, gucken, ob wir einen Fortschritt gemacht haben. Nö. Also brauchen wir wirklich den Fünfer, die Fünfer-Kombination. Und da müssen wir auch noch gewinnen. Ein bisschen hart. Aber so soll es ja sein. Zwei Siegesserie habe ich schon. Wunderbar. Gelegenheitskampf mal 5. Not bad. Level 17. Ja, zack, direkt die erste Kombi. Wow, hier geht es ja richtig ab, ey. Hier geht es ja richtig ab. Ah, jetzt ist schon wieder Flaute hier. Jetzt nichts mehr. So, eine Vierer-Kombo wäre schön, aber jetzt nichts mit Vierer-Kombo. Ja, wunderbar. Wieder eine Vierer-Kombo, wieder eine Vierer-Kombo. Wir haben noch eine Vierer-Kombo. Da, Dreier-Kombo. Hm, da war eine Vierer-Kombo gewesen, schade. Die hab ich jetzt versaut. Aber so ist das. Da, neue Vierer-Kombo. Hm, schade. Da, neue Vierer. Wunderbar. Aber, gute Punkte. Wenn wir jetzt die Mission nicht erfüllen, dann ist das halt so. Das kann man später immer noch machen. Gerade wenn wir später unglaublich stark sind und wieder zurückkommen und gegen etwas Schwächere kämpfen. So wie es halt die 20.000er hier gerade machen, gegen die wir auch teilweise immer kämpfen. Das sind auch, die kommen von oben und wollen dann hier unten die Requests wahrscheinlich machen. Weil sie es einfach früher auch nicht geschafft hatten. Also, verstehe ich auch total. Und teilweise sind sie auch nicht gut, wenn sie halt, müssen halt glücklicherweise das Feld so gut stehen, dass man wirklich gewinnt auch noch. Also 15 Punkte übrigens gehen wir wieder dazu. Stimmt, daran habe ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht, dass wir 15 Punkte kriegen. Und wieder ein neues Turtleschwein. Komm her jetzt. Da ist es ja. Yay. Da haben wir das Monsterschwein gesichtet. 1000, ach Gott, oh Gott. Warum sich dafür einen Acker auszuhauen, ey? Uiuiui. Und da haben wir die Vierer-Kombo, wunderbar. Und eine Fünfer-Kombo. Warum kurz bei einem. Ja. Bei den Story-Missionen hier, ja. Unglaublich. Ah, gut, ja, den werden wir besiegt haben. Jetzt brauche ich eigentlich schon nichts mehr machen, aber ich mache trotzdem ein bisschen weiter. Ah, das Game macht schon so viel Laune. Aber es ist anstrengend. Schade, aber wir haben trotzdem fast 3000 HP. Anstrengend, die ganzen Kacheln zu verbinden und sie zu sehen. Das ist ja das Schlimmste daran, dass man die meistens einfach nicht sieht. Wir kriegen wahrscheinlich schon die erste Runde down, ja, aber klar. Na, können wir die erste Runde down? Yo. Dafür will ich jetzt extra Belohnung haben, dafür, dass ich kein einziges HP-Pünktchen verloren habe. Kein einziges Health-Pünktchen. So. Und, kriegen wir eine neue Belohnung? Yay, achso, deine Hilfe. Okay, 12er Schwein, siehst du, guck mal ein. Jetzt kommen wir ein bisschen, dem können wir jetzt helfen. 2752 HP hat das Ding nur noch, also er hat auch ein oder zwei Anker benutzt dafür. Um das Ding down zu kriegen. Dum, 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 dum. Ui, schöne Kombination, schöne Kombination. Ah, da war eine Vierer-Kombo. Scheiße, ey, warum ist das mal so spät? Warum sehe ich das immer zu spät? Das ist doch unglaublich, ey. Da war nie wieder eine Vierer-Kombo mit Mathilde, aber na gut. So, Vierer. Das kann problematisch werden, würde ich sagen. Wir machen sehr wenig Schaden eigentlich nur. Okay, wir haben nicht gewonnen. 960 HP das Ding noch. So eine Scheiße aber auch, aber 13 Erfahrung trotzdem bekommen und 28 Münzen ist auch nicht schlecht. 28 Münzen für einen Anker ist dann ein super Austausch. Hier ist sogar noch einer dabei, ja, ist schon tot, das Ding. Ja, keine HP mehr. Drei Leute, das ist noch ein anderer, der mitgeholfen hatte. Werden wir dann sehen, wie viele Punkte wir bekommen haben. So, dann können wir weiterkämpfen, endlich. 62 Punkte fehlen uns noch, 62 Bewegungspunkte. Dann haben wir auch diese Herausforderung abgeschlossen. Oder, Herausforderung, dieses Level.
Ja, ich glaube, die achte Insel gibt es jetzt mittlerweile schon. Wir sind, glaube ich, bei der dritten oder vierten. Vierte, glaube ich. Das heißt, also, wir haben noch ganze vier Inseln noch vor uns. Das ist echt krass. Also, gibt es echt eine Menge Content, den man hier spielen kann. Gefällt mir. So, da haben wir eine Bombe. Aber wirklich viel kann ich hier gerade nicht machen, ne? Habe ich das Gefühl. Ah, da war gerade wieder eine Vierer-Kombo. Ach, fuck, es kann doch nicht sein. Jedes Mal verkacke ich die. Da ist wieder eine Vierer-Kombo. Die habe ich jetzt nicht verkackt. Wieder eine Vierer-Kombo. Gerade die Blues mag ich halt extrem krass, weil die so viel. Oh, bei Reds mir natürlich noch lieber. Da war wieder eine Vierer-Kombo gewesen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. So, hier haben wir noch was. Wo haben wir ja noch was? Bling, bling. Offline ist er. So, jetzt eine Fünfer-Kombo wäre ganz cool, wa? Aber die. Ja, das ist eine Fünfer-Kombo-Eintritt. Das ist sowas von unglaublich gering, die Chance. Also, Wahnsinn. Das ist halt wirklich, man muss halt wirklich sehr viel Glück haben. Und dann noch gewinnen das Spiel. Also da werden wir erstmal wahrscheinlich sehr, sehr weit nach oben kommen, bevor wir die Mission hier machen können. Glücklicherweise müssen wir die Mission nicht machen, um weiterzukommen. Glaube ich zumindest. Das habe ich sie immer geschafft. Kann ich also nicht so wirklich sagen, ob man die vielleicht auch noch braucht. So, 3 Punkte, 33 Erfahrung wieder. Und das nächste Schweinchen, so wie ich das hier sehe. Yo. Richtig, komm, kriegen wir mal einen 10er oder so, oder einen 15er, so einen 100er und 2000er, um ganz viele Punkte zu kriegen. Einen 3er mit Tauch. Ach Gott, Leute, ernsthaft, ist das euer Ernst? Ich habe keine Anker mehr, ist ja scheiße. Keine Anker mehr, naja, so ist das halt. Können wir die jetzt auch schon um Hilfe? Guck mal ganz kurz um die Dings hier. Löse einmal Raserei aus, okay. Ja, und die müsste dann auch bald fertig sein. Endet in 3 Stunden, richtig? Und da haben wir hier die 3 Anker bekommen. Die kommen uns dann später noch als Belohnung. Und das ist cool. Also ich muss sagen, diese täglichen... Ups, Moment. Diese täglichen Herausforderungen sind eine ziemlich geile Sache. Hier unten seht ihr schon, wenn wir 3-mal die täglichen Herausforderungen anscheinend hintereinander... Ich weiß nicht, hintereinander oder Dings gemacht haben, dann kriegen wir natürlich hier 5 Edelsteinchen dazu hier unten. Das ist ziemlich cool. Also sehr viele Edelsteine umsonst. Das ist schon ziemlich nice. So, jetzt wollte ich trotzdem hier oben hinklicken. Um zu gucken, ob ich jetzt schon nach Hilfe fragen kann. So. Nee, okay, immer noch kein. Nicht möglich. Das heißt, man muss ihn erst angreifen. Sonst kriegt man noch keine Punkte. Ist ja auch sonst. Ja. 64. Boah, 11. Ganze 11 Punkte bekommen durch den ganzen Anker. Ja, das ist ja total worth gewesen. Na gut, auf geht's weiter hier. Gegnersuche. Komm her hier. Red, hallöchen Red. Level 15 Siegesserie, 42.000er Rang. Mit einem Rotweinglas in der Hand. Hm. Yummy, yummy. Da war wieder ein 4er-Kombo. Ach, komm, Leute. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Witz. Oh. Jedes Mal verkackst die 4er-Kombos. Sehr schön. So, komm. Ach, scheiße, ey. Fast eine 4er-Kombo gehabt. Da haben wir noch was. 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 Wunderbar. Nochmal eine schöne 4er-Kombo ausgelöst mit... Oh Gott, hier bitte das Ding wegnehmen. Ach, schade. Schade, schade. Also hier wären noch einige Kombinationen sicherlich möglich drin gewesen, wenn sie in richtiger, guter Reihenfolge weggebracht werden, wurden die Kacheln. Aber, naja, das Glück ist uns diesmal nicht hold. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Aber dennoch wieder nicht mit Lack, ne, und so. Also mit der Raserei. Schade, schade. Aber egal. Der Name Dark Hunter wird sich in alle Gesichter brennen hier. Der immer gewinnt. Naja, fast immer. Ach, geh weg mit dem Facebook. Mist. So, 2 Punkte auch noch. Einmal können wir noch kämpfen. Dann würde ich sagen, war es das auch gewesen. Interessant, also früher habe ich irgendwie immer 2 Parts rausmachen können aus 3 Ankern und 6 Energie, jetzt kriege ich irgendwie immer nur noch 1 Part raus. Die letzten Parts, die ich immer versucht habe, immer nur ein Part. Echt krass. Dum. So. Wo bleiben die 4er? Da war eine 4er-Kombo. Na fuck. Da ist eine 4er-Kombo, her damit. Hier noch eine 4er-Kombo. Ja, die geben dir auch immer nicht die 4er-Kombos vor, ne? Die geben immer nur die 3er-Kombos vor, die blinkt. Das ist fies. Das ist fies. Ah, 4er-Kombo, sehr schön. Da ist da wieder eine 4er-Kombo. Ich wusste doch, da irgendwo habe ich eine 4er-Kombo gesehen. So, wir haben noch 8 Sekunden Zeit.
Da tickt das Öhrlein. Oh, da war gerade ein Fünferkombo. Fuck you, Alter. Dass ich das immer... Oh, ist ja ätzend, ey. Da war gerade ein Fünferkombo. Die haben sich in der Luft haben sich aufgelöst. Eine 3 und eine 2. Hier, die beiden, die bleiben Blues, die gerade noch unten waren. So eine Scheiße aber auch, ey. Das war das erste gewesen mit einem Win hier wahrscheinlich. Oh mein Gott, Leute. Wobei, kommen wir mal. Ja, Win. Fuck, ey. Das wäre so gut gewesen. Das wäre so schön lucky gewesen. Aber wir können ja wahrscheinlich immer nicht immer lucky sein. 7 HP hat er noch gehabt. Mein Angriff hat leider nicht gereicht. Hätte ich meine 5er Dings gehabt, dann schon. Aber na gut, so halt nicht. Ach, weiß man, jetzt scheiß Energiepunkte auch noch. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Dann werden die Parts halt nochmal ein bisschen länger. Wen juckt's? So, wieder 100.000er Rang. Ich weiß gar nicht, was das für eine Flagge sein soll. Hat er sich die selber gemalt? Sieht so ein bisschen danach aus. Das ist ein beschissenes Feld. Was ist das denn, ey? Ich meine doch lieber nicht kämpft weiter. Ah, 4er Kombo, sehr schön. Oh ne, geh weg. Ach, wir kämpfen in Red, cool. Schon wieder vergessen. Oh, Leute. Na, der 5er Kombo irgendwo hier. Ist sie uns heute die 5er Kombo? Ich glaube nicht. 3, 2, scheiße, 1. Wir sind gerade so gut dabei, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir waren gerade so gut im Lauf hier. Oh, da war gerade eine 4er Kombo, da glaube ich gerade gewesen. Eine 4er Chuck Kombination. Aber wir haben wieder gewonnen, Leute. Wieder gewonnen hier. Komm. Hau rin die Kacke, yeah, Red. Oder wie, woher auch immer du kommst. Red. Merke dir meinen Namen. Merke dir meinen Namen. Alles gleich denn. Win, Simon Siege Serie, wieder 3 Punkte dazu. 33 Erfahrung, ich weiß gar nicht. Ah ja, okay, jetzt müssen wir natürlich unser Schwein hier besiegen, bevor wir weitermachen können. 30 Punkte? Ja, 30 Punkte, okay. Ja, die Schiffsenergie können wir uns irgendwo mal holen. Das ist ziemlich cool, dass man diese wirklich stacken kann. Das gefällt mir. Gut, aber das war's erstmal gewesen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Angry Birds Fight. Ciao.